Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Wie immer, jede Woche bringen wir Ihnen ja diese Show, immer am Samstagmorgen. Mein Name ist Frank Steffen und wie Sie heute sehen, bin ich nicht alleine. Ich bin ja zuständig für die Allgemeine Zeitung und eben Tourismus Namibia. Aber ich habe meine Kollegin mitgebracht, Claudia Reiter. Ja. Hallo Claudia. Hallo, hallo. So, und für Claudia wird es jetzt ein bisschen einfacher. Sie musste jetzt mit mir ja auch eine Show auf Englisch machen und das ist dann nicht immer beim ersten Mal so einfach. Wir bringen Ihnen natürlich wie immer jede Woche dasselbe Thema, haben wir natürlich, was heißt dasselbe Thema, dieselben Rubriken haben wir, einmal Topics, also Themen, und dann sprechen wir ein paar Urlaubsideen an und Destination, aber diesmal machen wir das sogar ein bisschen anders und dann zuletzt haben wir nochmal To the Point und das dürfte diesmal für Sie besonders interessant sein. Unter Topics sprechen wir diesmal über Africa Youth Tourism. Das ist eine ziemlich interessante Initiative. Das ist zum vierten Mal, dass sowas stattfindet. Das ist natürlich eine Konferenz für Jugend und die Einbindung der Jugend in den Tourismussektor. Dann haben wir das neue NTE-Logo. Ich muss eigentlich sagen TE-Logo, aber darüber mehr später. Und dann haben wir Tosco. Da haben wir einen interessanten Elephant Walk, also so einen kleinen Elefantenmarsch. Das ist natürlich, um diese Tiere zu unterstützen. Tosco ist da eben sehr aktiv in diesem Bereich. Und dann haben wir REST, das steht für Rare and Endangered Species Trust. Es geht da um Aasgeier und einige andere Vogelarten, die jetzt im Moment in Gefahr sind, die also in Gefangenschaft sind, aber in Gefahr sind, weil unser Umweltministerium sich ein bisschen dämlich anstellt. Ja, genau. Und dann haben wir noch die Destinations. Hier haben wir normalerweise immer zwei Destinations. Diesmal haben wir aber nur eine. Das erklären wir Ihnen dann später, warum. Das Thema hier ist das Swakopmund-Museum. Ja, und dann ganz zuletzt, das ist ein kleiner Leckerbissen. Ich hatte das Vorrecht, muss man schon sagen, den Dr. Helge Kleifeld anzusprechen. Der war hier kurz in Windhoek und sehr, sehr interessant. Wir hatten ihn schon mal in den Zeitungen, aber nicht auf dieser Show, aber dazu mehr dann am Ende. Ja, und das ist unsere Show am Ende. Gibt es dann diesmal wieder die Besprechung der Allgemeinen Zeitung, deswegen liegt die hier vor uns. Aber als erstes haben wir dann natürlich die Topics. Ja, unter Topics haben wir als erstes Ihnen dieses Africa Youth in Tourism mitgebracht. Das ist natürlich eine Konferenz, die hier in der vergangenen Woche in Windhoek stattfand. Und das nennt sich am Ende Africa Youth in Tourism Innovation Summit and Challenge. Und das, wie gesagt, das war im Safari Court Hotel in Windhoek in der vergangenen Woche. Die Veranstaltung begann schon am Mittwoch, endete dann gestern Nachmittag oder Abend, muss ich sagen. Und im Prinzip geht es darum, dass eben 60% der afrikanischen Bevölkerung Jugendliche sind. Und es geht darum, die einzubinden als zukünftige, wenn man mal sagen, Caretaker, die eben den Tourismus im afrikanischen Kontext unter sich haben werden. Und hinter diesem Hintergrund haben dann Geschäftsführer von Africa Tourism Partners, nennt sich Kwakie Donkor, und die Direktorin der Afrika-Abteilung der Welttourismusorganisation, das ist ja dann die UNWTO, die Alicia Granco, die haben ihre Gedanken zur Bedeutung der Veranstaltung und dann auch zu den Ereignissen als solchen vorgebracht. Davon haben wir so einen kleinen Mitschnitt mitgebracht. Den setzen wir am Ende von einem Video, den die Jemima Ndebele, eine Kollegin von uns, zusammengestellt hat, um Ihnen einfach mal ein bisschen mehr über diesen Youth Tourism, diese Konferenz eben zu berichten.
The fourth in 2020 Youth in Tourism Innovation Summit was hosted by the Ministry of Environment, Forestry and Tourism of Namibia, with key focus areas that include but are not limited to youth entrepreneurship, students' immersion in innovation, small enterprise development, personal transformation and self-actualization. The event taking place at the Safari Court Hotel includes delegates from all across Africa and the globe as well, with global tourism leaders, entrepreneurial innovators, and partner organizations coming together to celebrate and to create viable networks to support youth startups and small enterprises to help maximize their leadership potential. Furthermore, the summit is also established to nurture African youth startups as well as small startups to pursue opportunities across the global tourism ecosystem. My name is Rafik Jacobs. I'm from Namibia, from a company named Sadati. We're all about clothing branding. So we promote our Namibian traditional brand, which is based here in Namibia. So we are here to showcase our traditional wear and also to showcase how rich Namibian culture is in Namibia, and also to diverse and also incorporate African culture in our company. So this Namibian Tourism Youth Expo was a really good initiative to showcase our brand and also to show the international people that's coming to this expo to show them that the richness in our culture and traditional way. So this is actually good to showcase and also to promote our brand worldwide and African also. Yes. Conditions of the global context. As some of you are also aware, with the UNWTO agenda for Africa, tourism for inclusive recovery process from the impacts and consequences of the pandemic. Innovation, technology, and digitalization are an integral part of the evolution process of the tourism industry. We all agree that COVID-19 has... Innovation in our whole life is extremely important. We've got to innovate. And who are the drivers of innovation? Who are the catalysts of innovation? It's the young people. We are talking of entrepreneurship. What is it about at all? And we want to demystify the concept of entrepreneurship, because sometimes we think that it's something that everyone can wake up in the morning and do. That is not what it's about. That is why we are here. So we like to share, understand, and how young people will be able to get into that. Another important point why we are here today is to make sure that we create market access within the continent through the young people. There is currently what we call the Africa Continental Free Trade Area. And it's something that is like a very big elephant in the room, but it's something that we do every day. We are marketing, we are meeting, and this is a great platform for the young people here to meet and network with other colleagues from other countries. So dear friends, we all know that tourism generates 1 in 10 jobs, representing an important leverage for job creation, as well as a window for innovation and digitalization, providing young entrepreneurs with unique opportunities to develop new and sustainable business models and activities in compliance with the achievement of the UN SDGs. Young people constitute the future of the tourism sector and will be key to drive the evolution of the industry and pave the way of its transformation, especially in the renewal global context brought about by the outbreak of the COVID-19 pandemic. Ja, ich muss sehr ehrlich sagen, ich stehe diesen Ansprachen ja manchmal immer so ein bisschen zynisch gegenüber. Aus dem einfachen Grunde, ich meine, wir haben einen Umweltminister, der noch relativ jung ist. Und die Frau Granco ist ja auch relativ jung. Aber ich finde es immer schade, wenn wir diese Events eben haben und dann kommen ältere Herrschaften und sagen, hör mal, und übrigens solltet ihr dies machen und jenes machen und als ob da so ein bisschen das Oberlehrerhaftige da durchkommt. Und ich finde das immer ein bisschen schade. Also ich finde, da sollten sie wirklich dann die Jugend auch einspannen und sich darauf verlassen, dass die mit guten Ideen kommen. Ja.
Ja. Anyway, so das sind dann und das waren dann also unsere Jugend als zukünftige Hüter der afrikanischen Umwelt und wir müssen halt dran arbeiten, das ist so. Und ich denke, mit dem Minister haben wir da den Richtigen. Der ist da an für sich schon recht offen in der Sache. Ja, als nächstes haben wir dann Namibia Tourism Expo. Das hier ist eben unser neues Logo, das wir Ihnen mal vorstellen wollten. Und da geht es eben ganz einfach darum, dass wir eben die Namibia Tourism Expo umbenennen wollen als Tourism Expo. Einfach nur Tourism Expo. Und in Zukunft werden wir also nicht mehr von der NTE, sondern einfach nur von der TE sprechen. Und das hat einen guten Grund. Denn so wie sich die Zeiten ändern, muss die Art und Weise, wie wir unsere Veranstaltungen präsentieren, eben mit diesen Veränderungen Schritt halten. Und NMH als Treiber dieser Veranstaltung ist an einem Punkt angelangt, an dem wir uns eben ernsthaft mit dem auseinandersetzen müssen, was wir immer als 10 Degrees South bezeichnet hatten. Sie werden wissen, dass ich hatte das öfter auf der Show auch schon angesprochen, 10 Degrees South geht um eben mehr oder weniger um die SADC-Region. Und was in der Tat dann bedeutet, dass der namibische Tourismussektor die Tatsache anerkennen muss, dass unser Tourismus, so einzigartig er auch eben sein mag, letztendlich Teil des größeren Ganzen ist. Das heißt also das südliche Afrika oder, ja, um nicht zu sagen Afrika. Und wir machen uns diese Tatsache zu eigen und möchten eben Tourismusunternehmen in der gesamten Region dazu einladen, an der Tourismus-Expo teilzunehmen. Und die wird ja vom 3. bis 5. November 2022 in Namibia stattfinden. Und möchten wir eben in den nächsten Wochen eben mehr dazu berichten und eben Sie dazu auffordern, eigentlich Teil an dieser Tourismusmesse zu haben. Ja, das war unsere NTE, die jetzt eben TE wird in Zukunft. Genau. Und du hast? Ich habe den Tosco Elephant Walk. Also, wir haben ein kurzes Videoclip für Sie zusammengestellt, was Sie sich kurz anschauen können. Das kommt halt von der Tourism Supporting Conservation Trust. Ja, also Tosco hatte uns kürzlich auch ein bisschen Feedback gegeben und derweil ich Ihnen ein bisschen darüber erzähle, können Sie einfach die Bilder gucken, die wir im Hintergrund spielen. Also eine Gruppe von Wanderern sowie einige Vertreter von der Rössing-Stiftung, sie legten von dem 5. Juli bis zum 9. Juli den Kunene Elephant Walk durch die abgelegenen nordwestlichen Teil des Landes zurück. In 2021 unternahm John Kasuna, Direktor von IRDNC, Integrated Rural Development und Nature Conservation. Er und sein Team von kommunalen Wildhütern, sie unternahmen die Wanderung, um einfach die Route schon mal zu kartieren. So, jetzt in diesem Jahr half Tosco dann bei der Organisation mit der Wanderung und sie haben dann auch gleich eine Spendenaktion daraus gemacht. Die gesamten Gelder für die verschiedenen Projekte wurden halt verwendet. Also die gesamten Gelder werden für verschiedene Projekte verwendet, was halt da in dem nördlichen Land gebraucht wird und so. Das sind so die Gemeinden, also das sind natürlich wahnsinnige Worte immer. Das ist Ongongo, Ochio West, Ombuyukangundi, Odondundu, Okangundombu und Omatendeka. Also das ist alles da im Nordwesten dieses von Namibia. Der Häuptling des Gebiets und die Vorsitzende des Naturschutzgebiets schlossen sich der Gruppe zum Abendessen an, wie man da sehen konnte. Und so konnte ein produktives Gespräch über die Herausforderungen und Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft geführt werden.
Ich finde das super cool. Das Intro, das wir da eben gespielt haben, das finde ich eigentlich schon so herrlich. Aus dem einfachen Grunde, ich war mal mit dabei, als wir Elefanten verlagert haben in Irindi. Und das war so ein Erlebnis, das bleibt im Kopf für den Rest deines Lebens. Aber wo ich eben dann diesen mächtigen Fuß da sah, mit diesen Fußnägeln da, das Ding ist so, das ist so groß wie meine Hand. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist halt wahnsinnig. Und das ist natürlich schön, wenn die solche Initiativen eben da oben haben. Ich finde das super. Tosco steht da so ein Stück weit in der Pflicht, weil sie eben als Trust ja eigentlich genau zu tun haben mit diesen Tourismusunternehmen, die da oben zu finden sind. Und so finde ich das super. Wir haben uns eigentlich so ein Stück weit geärgert, dass wir es erst so spät mitgekriegt haben. Und, aber wir sind nun mit Tosco in Verbindung. Also ich hoffe, dass man im kommenden Jahr, wenn dann der neue Marsch stattfinden soll, dass wir dann da früher involviert sind und eben Bescheid wissen, damit man das überhaupt so als Awareness auch... Denn du sagtest, da kann ja jeder mitmachen, oder? Ja, ja, also jeder kann da mitmachen und dann werden halt so Spenden aufgerufen. Und ich glaube, das ist halt auch ziemlich cool, weil die Guides, die da vor Ort sind, die erklären einem halt auch viel besser und man lernt sehr viel über die Fauna, über die Flora. Also ich glaube im Allgemeinen, es könnte schon ein sehr interessanter Walk sein. Also ja, weil wenn man die Fotos anguckt, ich glaube gar nicht mal, dass sie so oft über Elefanten gestolpert sind. Nee, sie hatten auch gemeint, es geht nicht so viel um über Elefanten sehen, mehr halt einfach nur über die lokale Fauna und Flora da zu lernen und halt ein bisschen mit der Gemeinde halt auch ein bisschen... Sich zu integrieren und mal die kennenzulernen. Ja. Ja, und das ist eben ein anderer Teil Namibias. Der Nordwesten ist ja, jeder, wenn man über Nordwesten redet, dann denken immer gleich Kaokoland und das muss dann damit zusammen sein. Das Kaokofeld ist ja nur ein Teil dieser Region. Man hat ja noch viel mehr die Damra-Region, also das Damra-Land mit dabei. Und es geht im Prinzip um diese ganzen Wüsten angepassten Tiere, eben die Elefanten viel. Das ist halt das zieht immer die Elefanten. Ne? Und die Löwen auch, aber da ist ja viel mehr. Da gibt es da oben gibt's die Nashörner, es gibt Giraffen ohne Ende. Wir sprachen letzte Woche über Giraffen. Die sind da oben stark vertreten. Also das ist eine Gegend, die wirklich noch gut behütet ist. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass das so bleibt. Genau, ja. Ja, und dann hattest du noch was von Rest. Ja, ich habe dann noch Rest, genau. Das ist der Rare and Endangered Species Trust. Also was passiert ist, die Nankuse Stiftung, sie ist kürzlich zum obersten Gericht, hat einen Eilantrag eingestellt, um das Umweltministerium einfach daran zu hindern, um mehrere gefährdete Vögel, die sich derzeit noch in der Obhut und in dem Schutz von REST befinden, zu entfernen und umzusiedeln. Also die Angelegenheit wurde jetzt erstmal auf den 11. August für eine Anhörung vor dem SADC-Gericht vertagt. Es handelt sich hier bei den Vögeln um ein brütendes Kapgeierpärchen, um zwei Raubadler, einen Gaukler, einen namibischen Habsichtadler. Afrikanischen Habsichtsadler. Entschuldigung, das tut mir leid, ja. Und ein Blasuhu und ein Fleckenuhu. Also diese Kapgeier, die sind am stärksten gefährdete Geierart in ganz Namibia. Und sie sind auch das einzigste Paar, das in Gefangenschaft lebt. Und was sie halt so außergewöhnlich macht, ist, dass sie auch das erste Paar sind, das eigentlich brüten. Also sie haben momentan ein Ei. Das ist halt auch sehr sensibel und das muss halt, ja, sie wollen halt jetzt, das ist schon eine Sensation. REST hatte halt jetzt kürzlich beschlossen, dass die Vögel in die Obhut von Nankuse gebracht werden, einfach weil REST seine Tätigkeiten in Namibia einstellen möchte. Der Grund dafür ist, weil das Umweltministerium, sie behindern einfach den Trust immer an den Plan, was sie haben, sie schikanieren sie ein bisschen, sie können einfach nicht die Sachen ausüben, was sie wirklich wollen, um den Tieren zu helfen und um sie zu schützen. Ja, und das Ganze ist halt eine traurige Angelegenheit. Ja. Ich finde, das MEFT, wie ich schon bei der Intro sagte, stellen sich für mich so ein bisschen dämlich an. Es geht hier wirklich darum, REST, wie der Name schon sagt, es geht eben um Spezies, die wirklich... erhalten werden müssen. Mhm. Und sie machen das nicht wie der Rest. Alles, wir sprachen gerade eben, Elefanten, das werden immer gerne angesehen, jeder möchte gerne helfen. Das geht genauso mit Löwen, das geht so mit Nashörnern und so weiter. Alles, was groß und kuschelig aussieht, das wird immer gleich dann genommen. Aber was Rest eben macht, die kümmern sich tatsächlich sehr viel um Vögel, hauptsächlich muss man sogar sagen.
Und es geht ihnen eben ganz einfach darum, Tiere zu erhalten oder in dem Fall Vögel zu erhalten, die sonst irgendwo so nebenher verschwinden und keiner hat richtig Bock, sich um die zu kümmern. Es geht sehr viel auch um kleinere Tierarten. Schuppentiere haben sie auch öfter. Genau, und solche Scherze. Und da finde ich das schade, dass sich das Umweltministerium so ein bisschen da querdreht. Und man hörte hintenrum immer, ich habe mich da mit einigen unterhalten, es gibt wohl da ein oder zwei Beamte, die unbedingt ein Problem einerseits mit Rest haben, aber viel schlimmer noch mit Kuhse. Und für mich war das ein bisschen Blödsinn. Wir haben da so eine MEFT-WhatsApp-Gruppe und wo der eine Direktor in Dokosho dann meinte, ja, aber man müsste das auch ein bisschen verstehen. Es geht da im Prinzip darum, dass das kann nicht immer genehmigt werden, dass da ein paar Leute das immer so toll finden, wenn Tiere in Käfige gedrückt werden und so weiter. Und das spielte in dem Falle jetzt absolut keine Rolle, denn man darf nicht vergessen, ob das nun Rest ist oder eben Kuhse. Das sind beides Institutionen, die sowas ja im Grunde machen, weil sie Tiere in Not sehen und denen dann helfen wollen. Es geht ja nicht darum, dass sie irgendwo da womöglich da Eier aus Nestern rausklauen, die sie dann versuchen in Gefangenschaft irgendwie näher oder weiterzubringen. Und wenn man also diesen Tieren hilft, die in der Not waren und sich dann das ein bisschen weiterentwickelt, wie in dem Fall eben dieses Aasgeierpaar, das jetzt eben brütet, dann finde ich das Blödsinn, wenn mir jemand dann kommt und sagt, ja, aber das ist nicht immer gut, wenn die da in Käfigen sind. Aber im selben Atemzug geht man hin und schickt Elefanten nach Dubai in den Zoo. Ja, was haben wir denn da jetzt nun besser gemacht? Genau. Ja. Ja, also das ist für mich so ein bisschen Blödsinn, das Ganze. Es ging ja darum, es ist eine bestehende Schutzorganisation, die sich finanziell und wegen dieser Schikane nicht imstande fühlt, diese Tiere weiter aufzupassen und die weiterreichen will an jemanden, der es halt kann. Sie hatten halt auch angeboten, dass sie halt die ganzen Angestellten von Rest nach Kuhse schicken, dass sie halt die gut trainen und zeigen, wie sie sich sorgen um die Vögel und so. Aber ja, und das ist dann ein bisschen Blödsinn für mich. Also ich finde es absolut unverständlich. Und der Isaac Smith von DELRA, also von der Desert Line Human Relation Aid, also Desert Adapted Line, muss ich sagen, also das sind diese wüstenangepassten Löwen. Der Isaac Smith war ja schon öfter auch auf dieser Show. Wir hatten den ja auch schon als Interviewpartner mit dabei. Und der ist fest entschlossen, das im Gericht anzugehen. Also der sagte zu mir, es ist gar kein Zweifel. Deswegen hatten wir übrigens auch einen entsprechenden Brief von ihm in Englisch verfasst natürlich. Aber hatten wir abgedruckt in der AZ am Donnerstag. Donnerstag, genau. Da ist die Leserpost immer mit dabei. Ja, und das bringt uns aber dann zum Ende dieser sogenannten Themen, die wir heute haben, der Topics. Als nächstes haben wir Destinations. Genau, also bookings for Namibia Tourism Expo 2022 are open. The expo will take place from 3 to 5 November 2022 in Windhoek. To secure your booking, visit nte.nmh.com.na. And for more information on the expo, follow all Namibia Media Holdings platforms. The expo is supported by the Ministry of Environment, Tourism and Forestry, Namibia Tourism Board, FENATA, City of Windhoek and Namibia Media Holdings. Namibia Tourism Expo, taking tourism to the region. Baby,
Ja, gut. Also normalerweise haben wir in dieser Kategorie ja immer zwei Reiseziele für Sie. In dieser Woche ist es ein bisschen anders, weil unsere Kollegin, die Michelle Navatisis, sie hat uns ein etwas längeres Video mitgebracht. Von dem her haben wir uns dann beschlossen, dass wir einfach nur ein Video bringen. Und sie hat halt etwas über das Fakup-Mund-Museum. Ja, und das sieht man ja hier, also da ist die Mole, wie man sie erkennt, Strandhotel ist da zu erkennen. Und gleich rechts vom Strandhotel hat man natürlich das Fakup-Mund-Museum, rechts natürlich auf der Karte hier. Wenn man dann unten an der Mole ist, kann man eigentlich das Museum gar nicht verpassen, denn gleich davor ist so ein kleiner Spielplatz und genau. Ja, der ist im Moment nicht im besten Zustand, aber das ist ja nicht das Thema hier. Dieses Museum ist ja eigentlich nur deswegen interessant, weil es so verschiedene Themen hat. Ja. Ja, ich meine, hier sieht man ja alles Mögliche. Ich weiß, jetzt muss jetzt zugeben, ich wüsste nicht genau, worum es sich dabei jetzt ausgerechnet handelt, aber man sieht an diesem Foto jetzt, sieht man ja wirklich das Verschiedene, das da in diesem Museum zu finden ist, das Transport. Es ist eins, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich mit das vollständigste Museum, das wir in Namibia haben. Ja. Denn es ist ja wirklich nicht nur ein Thema. Es geht nicht, sehr oft sind unsere Museen in Namibia sind ja so ein bisschen typisch politisch angehaucht. Insofern, dass es geht immer um die Geschichte, was war. Also man hat da Deutsch-Südwestafrika und dann geht das weiter in dem Stil und dann Freiheitskampf und dann, wo sind wir heute? Damit ist nichts verkehrt. Mhm. Aber was ich an diesem Museum mag, ist, dass wirklich alles da ist. Es sind Mineralien, wie man hier sieht. Es geht um alles im Lande und nicht unbedingt nur immer die politische Geschichte. Einfach sehr Geschichte. Vielseitig, ja. Ja, genau. Viel vielseitiger und daher wirklich interessant. Und ich war da schon mal drin. Ich bin so oder so ein, ja, wie sagt man so schön, Sucker für Museen. Mhm. Also ich kann mich da stundenlang da aufhalten. Und ja, sie hat uns ja ein schönes Video auch mitgebracht. Mhm. Welcome to this Fakup-Mund Museum. Please come inside. Let me start off here at the entrance. We've got an exhibition from the former Hansa Brauerei, the brewery that used to be operational in Fakup-Mund. We have, for example, here the original light of the former original light of the lighthouse. Was a very special concept that was used before there was electricity. It was running on acetylene, which was actually quite dangerous. You can read more about Darlene, who designed this light and also came up with some energy saving ideas, which was important already then. Now we enter the main hall of the Fakup-Mund Museum. This is mainly with animals, information on plants, and also information on minerals and the transport system. Here we have an original elephant skull of these beautiful giant animals. The interesting thing about elephants is they only have four teeth, actually, and they grow back their whole life. So you can see that very nicely on this sample. Then we've got very special exhibitions here by Horst Bachan, a unique one-of-its-kind bird's egg collection. And here you can see a collection about insects. It teaches people about biodiversity, about the importance of insects, how we humans utilize them. These are all Namibian species, and it gives information on what different people in Namibia use these animals. We have some snakes here and some birds' nests. So that could help you maybe if you have bird nests in your garden to identify what bird might be around. We call it the animal island. You can get so close to animals that you would never be able to in the wild. You can see, for example, an aardvark, which you normally don't really see very often. You can see how big an ostrich is and have wonder at the little chicks. But the Fakup-Mund Museum is also giving information about the ocean life and the coast life. So we've got some information here about the different shells that can be found on the coast.
So next time you walk, maybe you can identify what kind of black muscle you saw, whether it's a, which kind of mutilus or whether it's a perna. The last years we found quite a lot of whale strandings, and you might find something similar to this. This is the balines of the teeth, kind of teeth of the baleen whales. That's where they filter the microscopic phytoplankton out of the sea. And we've got some information about the whale hunting that happened in Wolfish Bay, and in fact gave Wolfish Bay its name. Get some ideas about the size of the whales, different whales, and why the people used to hunt down whales, what it was used for. Here we've got a depiction of the purse seine industry, how it's operating. Got some information here because it used to be a very, very important fishery in Namibia. And we've got a replica of the Cape Cross and a sword, a really old sword that was found in Swakopmund. Got some information about the bird life in front of our coast, all the different species that we have here. Remember the Swakopmund estuary, that's a Ramsar area, so it's an area to save, to be a good harbour for birds. So if you wander there, close to the beach bar, you can look at the birds. This part is our maritime part, so this, for example, people were transported in this basket from the ships to the shore. In the colonial times, Wolfish Bay belonged to the English, and so the German settlers had to do without a proper harbour. That's how the bridge was built, why the bridge was built. A big part in this main hall is also then concentrating on transport system of old. You probably know about the ox wagon. This is the original ox wagon built in Angola last century, and it was used for many years for many different purposes. If you're interested to know the history, we've got the whole information to be able to read up here. And then we've got this beautiful diorama showing how many oxen the ox wagons needed to go through the thick sand of Namibian interior. Let's first finish the transport system, and then I'll tell you more about the other exhibitions that we have here. So this was the cart by Governor Zeitz, the German governor, the coach he used. And this was the so-called Cape cart, both were pulled by horses. We've got information here about the first planes in Namibia, and then also about the camel riders, was used for the police. And this is an original saddle that was used for the camels. And this was before the times of 4x4. You had how many people? And let's go on this old Land Rover. This Land Rover was in fact the car of Dr. Alfons Weber, who started the Swakopmund Museum. Very interesting also is this fossil collection. If you, for example, if you are close to Resting Mountain, you are able to find these shells that look very differently. Those were the ancestors of the current ostrich. A big variety of them. And there's also, if you, especially around Palkis and so on, I'm sure you would find some of these shells or pieces of it. That's fossil, it's fossils of a kind of oyster, prehistoric oyster. Here are some beautiful stones and minerals to look at. They were all found in Namibia. Most of them that we can see here are from the Tsumeb mine.
There are over 2,000 different minerals found in the Tsumeb mine, and 67 were first found in Namibia. So we have many interesting stories to tell Namibia about many different important findings and unique features. And some of the stories are told here in the Swakopmund Museum. Here there's sand roses, which you find in Swakopmund on some of the urban, especially around by fall. Here we've got some information about plants, about medicinal plants in Namibia, the different uses, the different oils, the different seeds that are used. And of course, around our coastal town, the Nara seed is very important for the livelihood of the Tognas. Also around Swakopmund, you will find lichen. A very interesting plant. It's a combination of a bacteria and a fungi. Fungus and algae. And they even can, if you're lost in the desert, you can see by the color of this dirt, of the type of the lichen, you know which direction would be east and west. Some beautiful plant specimens that can be found in Namibia. The most intriguing plants to botanists is the Levitia mirabilis, because it was before the conifers and the deciduous trees separated. It's a plant that can get really, really old. It actually has only two leaves. You wouldn't imagine if you look at that picture that it's just two leaves that grow their whole life. So this is over 1,000 years old. Remember what happened 2,000 years ago? What happened in the year 2000? If this Velvicia could talk, she would tell us. now we are entering the part of technical objects. Interesting, especially for small and big boys, is this modern car exhibition. And kids nowadays can't imagine what was before computers and smartphones, but here you've got some examples of what people used to write with. And this huge thing here was a water pump that pumped the water for the Swakopmunders. We used to have really brackish water. It was so salty that if Swakopmunders went inland, that they even put salt in their coffee because they were not used to normal fresh water. This is the Devil's Claw exhibition. You can open the drawers and have a look inside. Here, for example, you can move the magnifying glass to get more detail on the dung beetle, because they live in the area where Devil's Claw are harvested. You can listen to the story of the people that live in the area. The process from the Devil's Claw to dried pieces, and then it's cut, ground, and sold as tablets, mainly in Europe. So local knowledge is very important for many livelihoods and also for health.
And now I will take you back in time, about over 100 years ago in Zwickaumünd. This used to be a pharmacy. He didn't get panado or something like that. He would tell the pharmacist that you have a headache and he would take whatever he has available, crush it and give it for you to eat or put it as a cream if you had some skin ailment. It was usually all locally produced. He had all the ingredients. Then we have an old dentistry, and always when I step in here, I'm so glad that I didn't live in that times. Here, there was a foot pedaled dental pedal drill. And the patient doesn't look too happy with what is happening. You see Dr. Alfons Weber, he was a dentist and he started the Zwickaumünd Museum. We have a special exhibition at the moment in the museum by Ocean Conservation Namibia. You can take a photo here, for example. It's about seal rescue and that the seal entanglement, because the problem is the plastic pollution, and it tells us how each and every one of us can contribute to reducing plastic pollution. So it's very important that people have a look at this, children understand it, and that also grown-ups get an indication of what we can do and why we should do something, because this is a sight that we don't want to see. We don't want to see animals suffering unnecessarily. In this hall, we often have lectures and talks. This is our Zwickaumünd exhibition. It was inaugurated 2017 with Her Worship the Mayor. It gives a history about when Zwickaumünd was founded, what happened in the development. So if you want to know more about your own town or the town you're visiting, have a look at this exhibition. We will have an extension to this exhibition to be opened in August, because that is when Zwickaumünd is turning 130 years old. And we realized that there's a gap in the Zwickaumünd Museum, that we don't have much information about the dark sides of Namibian history, and it cannot be neglected, it needs to be addressed. We've got some photographs, photo cameras here, and film projector. So welcome to the movies. We sometimes also show movies in the Zwickaumünd Museum, to which everybody is welcome. Then I will take you up to the archaeological section. Before we go upstairs to the archaeological section, I show you the geology exhibition. The topic about it is actually, the theme is geology analyze everything, because the geology is about the stones and the minerals that make everything up, the geosphere, as opposed to the hydrosphere, the ocean and the rivers that we have, and the biosphere, the living animals on the land, and the atmosphere, which is the air. Here you can also see fossilized woods. It's fossilized wood, petrified wood. These used to be trees that are now only looking like stones. Got some information on all the different mines in Namibia. Of course, this is changing and development as we go by. Then here's some information about the marine and terrestrial diamond mining. So this was a diamond factory many, many years ago. Another type of mining is the salt mining that is happening big scale in Walvis Bay, also in Zwickaumünd. And maybe you've seen these salt crystals. And then small-scale mining is very important for the livelihoods of many people, especially in the Erongo region. So that is an important topic that needs to be addressed as well. This part is about the uranium mining.
And I find it quite interesting, this map, that everywhere where you see the pink, that is gamma radiation, and that gives an indication where uranium is situated. So you see the Swakop mine, Rössing mine, Husab, Lange Heinrich, and all the Trekop here, where they will be positioned. Now I want to take you upstairs, and we've got here an exhibition about how from an ostrich egg the beads are being made. If you follow the path here, you can see. This is a replica of a fossilized skull that was found. So it's not the skull. We have no skulls in the museum. We have no human remains here. But this is just of a prehistoric human being that was found, the so-called Ochizewa man. Here we have the Mali system that was used in Nineveh, starting with early types of currency like shells, then glass beads, copper, of course, always very important. Salt was important inland. And then the different types of money that came in, up to the Namibian dollar that we have. And I hope you enjoyed it. And I hope that many visitors come to the museum. Thank you. Ja, und das war unser Swakopmund Museum. Also wer das nächste Mal in Swakopmund ist, auf jeden Fall die Mühe wert, da mal einen Dreh zu machen. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Ich habe es mir gerade überlegt, ich war noch nie in dem Museum, also ich will es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, also, nee, also das lohnt sich. Mal, ja. Ja, und ich sage ja immer, man braucht ja nicht jedes Mal dahin eiern. Ich meine, ja, der eine mag es, was der andere nicht, aber ich finde immer, es ist schade, wenn man so viel Geschichte in unserem Land hat, die eigentlich keiner richtig kennt. Ja. Ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Ja, und das war dann heute unsere Destinations. Als nächstes haben wir To The Point. Bookings for Namibia Tourism Expo 2022 are open. The Expo will take place from 3 to 5 November 2022 in Windhoek. To secure your booking, visit nte.nmh.com.na. And for more information on the Expo, follow all Namibia Media Holdings platforms. The Expo is supported by the Ministry of Environment, Tourism and Forestry, Namibia Tourism Board, FENATA, City of Windhoek and Namibia Media Holdings. Namibia Tourism Expo, taking tourism to the regions. Ja, ich sah jetzt gerade diese Reklame da nochmal. Das werden Sie dann in Zukunft ein bisschen anders sehen mit dem neuen Logo, also 10 Degrees South wird auf jeden Fall ein Thema sein, das mehr und mehr zunimmt, wenn wir uns mit Ihnen unterhalten. Wie gesagt, wir sind jetzt aber unter To The Point und super interessant. Ich habe in dieser Woche den Dr. Helge Kleifeld getroffen. Wir sprachen ja vorher schon und hatten bei der Intro kurz ihn vorgestellt insofern. Aber er ist tatsächlich Historiker und Geologe und Leiter der Bibliothek und des Archivs der Stadt Mönchengladbach. Hat also diesmal mal nichts mit Fußball zu tun. Das ist übrigens ein Foto, das ich von ihm gemacht habe, wo er hat seinen Hut von all den von der Besatzung des Schiffs unterzeichnen lassen, als er rüberkam jetzt. Ja, und da kommen wir gleich zu. Er wandelt nämlich auf den Spuren von Professor Ernst August Gries. Und dieser war in den Jahren 1911 bis 1938 in Namibia und ein sehr interessanter Mann. Und anlässlich des 100. Jahrestages der Erstbesteigung des Brandbergs durch Professor Gries zusammen mit Reinhard Mark und Georg Schulze am 2. Januar 1918 war Dr. Kleifeld auf den Brandberg gestiegen. Und bezeichnend war ja damals, dass der Mark also auf dem Weg runter, das Team war auf dem Weg runter, da hatte der Mark die Weiße Dame entdeckt, also am Brandberg. Und die Weiße Dame ist ja nun schon ein Begriff in Sachen, Buschmannzeichnungen und diesen Art Sachen. Und der Dr. Kleifeld ist derart interessiert an diesem Thema. Und da hat er nun unbedingt diese Schiffsreise unternommen, weil er einfach nochmal sich in diese Situation
von diesem Professor Gries versetzen wollte. Einfach mal zu sehen, wie das damals war, wenn der in das damalige Deutsch-Südwestafrika und spätere Südwestafrika unter südafrikanischer Herrschaft kam. Und ich hatte dann ein sehr interessantes Gespräch mit ihm, wo wir einfach mal diese Schiffsreise betrachtet haben. Das wird nicht das Ende sein. Wir werden demnächst in der Zeitung darüber berichten, also in der kommenden Woche. Aber ich dachte einfach, warum soll ich das jetzt nochmal wieder eine Woche hinhalten? Ich gebe Ihnen schon mal so einen kleinen Appetizer, wie man so schön sagt. Gucken Sie sich einfach mal das Video an. Wir sitzen hier im Kleinwinto Guesthaus. Vor mir sitzt Helge Kleifeld. Der eine oder andere von Ihnen wird sich noch daran erinnern, dass Herr Kleifeld schon mal hier war, hatte mit dem Brandberg damals bestiegen und darüber wurde auch ausführlich berichtet. Helge, willkommen hier in Namibia. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein wieder mal. Ja, und jetzt erklär mal, nur damit die dich noch nicht kennen, gib mal so einen kleinen Hintergrund von dir selbst. Ja, also ich selber bin Historiker, Geograf und Politikwissenschaftler und in Deutschland auch Archivar, zurzeit in München-Gladbach im Stadtarchiv und beschäftige mich auch mit der Geschichte von Deutsch-Südwestafrika, dort besonders mit einer Person, nämlich Professor Ernst August Gries, der Direktor der Kaiserlichen Realschule in Windhoek war und zwischen 1911 und 1926 in Deutsch-Südwestafrika bzw. Südwestafrika gelebt hat. Wow, das wäre heutzutage die deutsche höhere Privatschule, wenn ich mich richtig entsinne. Richtig, die Kaiserliche Realschule ist der Vorläufer der DHPS. Ja, genau. Ja, und das ist ja eigentlich schon super interessant. Und jetzt warst du, so wie du jetzt hier sitzt, bist du gerade vom, würde ich mal sagen, vom Schiff gestiegen. Erklär uns mal ein bisschen mehr, was hat das auf sich? Ja, also ich habe versucht, die Tagebücher von dem Professor Gries zu transkribieren und das auch publiziert. Und in diesen Tagebüchern hat er viele Reisen geschildert, die er teilweise in Namibia durchgeführt hat oder in Deutsch-Südwestafrika. Und er hat aber auch seine Schiffsreisen geschildert, also wie er hierher gelangte, denn damals 1911 und 1921, das sind die beiden Male, wo er nach Deutsch-Südwestafrika gereist ist, ist er natürlich einmal mit der Woermann-Linie und einmal mit einem anderen Personenschiff gefahren. Er konnte ja gar nicht anders hierher kommen als mit dem Schiff. Und so habe ich mir zu guter Letzt, nachdem ich alle seine Pats mal versucht habe abzufahren und auch den Brandberg, wie er damals in einer Dreiergruppe als erster vor gut 100 Jahren, den er bestiegen hat, den habe ich dann auch genau 100 Jahre später auf den Tag genau bestiegen, wollte ich jetzt zum Abschluss einfach auch mal so eine Schiffsreise mitgemacht haben, um zu gucken, ob seine Berichte auch alle so stimmen, was er so alles gesehen hat und was er alles schildert. Und ist es im Wesentlichen noch ungefähr wie damals? Natürlich, ich meine, die Schiffe sind heute moderner und die Crew ist anders, aber hat man noch so ein bisschen das Gefühl? Also ich bin ja mit einem Frachtschiff gefahren und er mit einem extra für Personen ausgerichteten Personendampfer in der ersten Klasse, sodass es natürlich einen kleinen Unterschied gegeben hat. Auch die Route war eine andere. Man ist damals noch wesentlich näher an dem Land oder an dem Kontinent Afrika vorbeigefahren. Heute hat man quasi ab den Kanarischen Inseln und wenn man die Westseite Afrikas umrundet, den direkten Weg nach Walfischbay genommen. Sodass wir aber im Wesentlichen alle Fische oder was er so beschrieben hat, gesehen haben. Nur war unser Schiff auch etwas schneller, sodass die Haie nicht mehr um das Schiff herumspielen konnten, weil wir einfach zu schnell waren. Wir sind teilweise mit 30 km/h oder 15, 16 Knoten durch die Gegend geschippert und da kommen die Fische nicht so lange mit. Delfine vielleicht noch ein paar Minuten, aber dann... Ja, die Spielerei dauert nicht zu lang. Dann verschwanden die auch, genau, richtig. Ja. Und was sind so die Highlights dieser Reise? Ja, die Highlights sind unterschiedlicher Art. Bezogen auf Gries Schilderungen sind es eben die Tiere, die man sehen kann, fliegende Fische, Haie, Wale und Delfine. Man erfährt die Veränderung des Klimas von Europa nach Afrika über den Äquator hinweg. Gries fand es damals ganz besonders interessant, dass man am Äquator keinen Schatten wirft. Das ist uns heute zwar allen vollkommen klar, aber er war ja noch nie in so einer Gegend gewesen. Ja. Und das schildert er in seinem Tagebuch. Genauso wie er dann schildert, dass ab einem gewissen Zeitraum kleine Propeller in seiner Kabine aufgestellt worden sind, die Wind erzeugen. So nennt er sie und er meinte Ventilatoren, die uns heute auch bekannt sind. Das war die eine Sache, die sehr interessant war auf der Reise. Die andere, die mit Gries eigentlich weniger zu tun hat, war, dass man auf dem Schiff kein Internet hat, kein Telefon, kein Fernsehen.
Und das ist natürlich für jemanden, der aus einem schnelllebigen Europa kommt, auch eine, für mich jedenfalls war es eine angenehme Erfahrung. Und aber auch eine Umgewöhnung, oder? Nein, das war keine Umgewöhnung. Ich wusste es und ich hatte reichlich Beschäftigung mitgenommen. Ich habe sogar meinen E-Bass mitgenommen zum Üben. Den habe ich dann hinterher einem Passagier geschenkt, der nicht einem Passagier, sondern einem Crewmitglied, der Heavy-Metal-Fan war, so wie ich. Und das war ein ganz billiger Bass. Den wollte ich eigentlich hier in Namibia verschenken, aber weil wir da so eine kleine Session gemacht haben auf dem Schiff und er mir einen Verstärker zur Verfügung gestellt hat, wo ich laut üben konnte, habe ich gesagt, gut, dann nimm du doch den Bass, wenn du Interesse hast, dann bin ich ihn los. Und ich hatte genug zu lesen dabei. Nein, das war nur erholsam, nur erholsam, ohne diese ganze Geschichte mit den SMS und Telefon und E-Mails und was nicht alles. Und wo habt ihr unterwegs angehalten? Ja, wir sind losgefahren in Antwerpen diesmal, da bin ich zugestiegen. Dann hatten wir einen Halt in Lixos, das ist der Hafen von Porto in Portugal. Da blieben wir 2 Tage und sind dann auf direktem Weg nach Walfish Bay gefahren. Der Frachter ist dann weitergefahren. Es ist also die MS Blue Master 2 unter der Flagge der Marshallinseln. Fuhr sie mit einer polnischen Crew, vor allem polnische Offiziere und dann die Matrosen gemischt aus Ukrainern, Georgiern, Philippinen und 2 deutsche Touristen waren quasi dabei. Mehr als 2 Touristen konnte er ja nicht mitnehmen. Die 2 Deutschen war es einmal du und wer noch? Das war Otto Wilhelm Held aus Minden, der ein Unternehmer ist und im Kiesgeschäft tätig ist. Und der, so hatte ich das Gefühl, auch gerne mal ein paar Wochen seine Ruhe haben wollte. Tatsächlich. Entgegen dieses Vorhabens hat er allerdings ein Satellitentelefon dabei, weil er letztlich ja Unternehmer ist und so ganz abgeschnitten wollte er doch nicht sein. Aber er hat es, glaube ich, auch sehr genossen. Ja, das ist mal was ganz anderes. Ich meine, seien wir ehrlich. Musstest du dann mit anpacken oder hattest du wirklich nur Urlaub? Nein, wir waren einfach Passagiere. Ich war in der Kabine des 4. Offiziers untergebracht, Otto Wilhelm in der des Eigners. Das waren die beiden freien Kabinen, weil man für diese Reise, dieses Schiff macht, offensichtlich keinen 4. Offizier braucht. Das hängt wohl damit ab, ob die wirklich über See fahren oder ob die ihre Routen, festgelegten Routen haben. So genau habe ich das nicht verstanden, was die mir erklärt haben, warum. Und wir haben in der Offiziersmesse gegessen, wurden vom Steward auch mit bedient. Wir konnten den Officer's Day Room nutzen, wir konnten den Sportraum, den es gab, nutzen. Habe ich auch gemacht mit dem 1. Offizier und einem Matrosen viel Tischtennis gespielt. Hatte ich schon 20 Jahre nicht mehr. Ja. Also jeden Tag besser geworden quasi. Die Matches gingen aber eigentlich immer unentschieden aus. Gut so. Und wir wurden behandelt, als wären wir in der Crew, mussten aber gar nichts tun. Wir hatten das Recht, auf die Brücke zu gehen, es sei denn, es waren irgendwelche Manöver wie in den Hafen einfahren oder irgendetwas Schwieriges wäre aufgetreten, dann hätte man uns sicherlich gesagt, so jetzt geht mal auf die Brücke. Genau. Aber grundsätzlich konnten wir immer auf die Brücke, die freuten sich sogar, weil die Brückenwache nicht immer das Interessanteste ist, wenn nichts passiert. Dann kann man sich gut unterhalten, ja. Genau, und dann durften wir sogar aufs Deck vorne am Schiff, war also noch ein kleines Deck und das war eigentlich auch der einzige Ort, wo wirklich Ruhe war. Ansonsten hörte man tatsächlich auf dem Schiff immer und auch in seiner Kabine immer den Motor. Diese Nebengeräusche wie den Motor oder die zentrale Lüftungsanlage. Wir hatten da so eine Klimaanlage, die auch gut gearbeitet hat. Wir hatten es nie zu heiß in den Kabinen bei dieser Fahrt jetzt zu dieser Jahreszeit. Und auf diesem Vordeck war halt wirklich dann absolute Ruhe und das war schon erholsam. Man konnte nur nicht bei starkem Wind dort sehr klar. Sein. Ja. Und das Schiff selber, welche Tonnage redet man da? Das Schiff hatte, glaube ich, eine 16.000 Tonnen leer, also ohne Fracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hat einerseits Massengut in den Bauch des Schiffes laden können, andererseits auf dem Deck dann Container gestapelt, mit 4 Kränen ausgestattet und dann eben der Einheit, wo die alle lebten, wohnten und wo die Brücke sich befand. Ja. Und die Fracht wurde dann gelöscht in Walfischbau? Ja, also es ging hin und her, muss ich sagen. Auch die Abfahrt ging ja etwas später los. Ich bin am 28. an Bord und am 1. sind wir erst aus Antwerpen raus, weil jeden Tag kommen irgendwie neue Orders und es ändert sich da täglich was. Und man kann da fragen, wie man will. Die sagen immer nur, ja, wahrscheinlich werden wir das tun. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann wissen wir, dass wir das und das tun. Okay. Sodass ich also 3 Tage in Antwerpen an Bord war. Und eigentlich noch jeden Tag Stadtgang hattest. Ja, hätte ich machen können, habe ich aber keine Lust mehr dazu gehabt, weil ich in Antwerpen vorher schon ein paar Tage gewesen war. Und dann habe ich mir das da mal in Ruhe angeguckt. Und dann in Lixos war es wieder so, dass wir nicht genau wussten, wann wir rein können in den Hafen, ob da nicht vorher ein Schiff ist.
Und dann haben wir wieder eben 2 Tage da verbracht. Und in Walfischbay war es tatsächlich so, wir kamen am 19. an, wir hätten schon morgens da sein können. Dann kam die Order, okay, Maschinen ein bisschen langsamer, wir kommen erst gegen Abend, haben wir die Möglichkeit in den Hafen zu kommen. Und ein paar Stunden später kam schon wieder die Order, wir müssen noch die Nacht auf Rede liegen vor Walfischbucht, um dann am nächsten Tag in den Hafen zu können, weil an dem Containerterminal noch ein anderes Schiff liegt. Und in dieser Zeit kam wiederum die Order, dass sie dann nicht mehr nach Durban fahren, sondern erst noch in Cape Town anhalten. Also das ist die ganze Zeit. Sie fuhren dann also nicht weiter wie ursprünglich nach Durban, sondern dann nach Cape Town und dann nach Durban und dann... Das ist eigentlich schon ein bisschen so ein Nischengeschäft für diese Art Kleinlaster. Ich habe mich gefragt, was die mit den Passagieren, was sie damit machen mit dem Geld, wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld diese Fracht ausmacht und was sie damit verdienen und wie viel sie nun an uns verdienen würden, hatten Otto und ich uns auch Gedanken gemacht und... Auch der Captain konnte uns nicht erklären, warum Passagiere überhaupt mitgenommen werden, aber die machen es eben und wir haben davon profitiert, weil ich fand es schöne Erfahrung. Also würdest du es wieder machen? Ich würde es vielleicht nochmal wieder machen, aber ich würde nicht hin und zurück gleichzeitig fahren. Also jetzt fliege ich ja auch zurück, so viel Zeit hat man dann auch nicht. Aber ich würde nicht wieder an denselben Ort fahren mit dem Fracht. Ja, ja, also einfach an einer anderen Stelle. Eine andere Tour machen, das könnte man sich nochmal überlegen. Aber an sich muss man sagen, da wir ja auch erwarteten, jetzt irgendwann in Walfischbay anzukommen, noch eine weitere Woche mitfahren hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Ja, ja, das dann irgendwann reicht. Irgendwann reicht es, genau. Ja. Ja, ich danke fürs Gespräch. Gerne. Und viel Glück noch. Tschüss, ja. Ciao. Ja, und das war der Dr. Kleifeld. Wie Sie sehen, ich musste so ein bisschen lachen, wenn er mir all seine Videoaufnahmen da gab. Denn am Anfang des Videos sieht man ja nun, wie eben dieser Ehrensalut da ausgeführt wird von dem Dampfer. 8-mal wurde das Horn geblasen, einfach deswegen, weil sie eben über den Äquator fuhren. Okay. Und das war natürlich schon für ihn ein besonderes Ereignis, kann ich mir euch auch so ein bisschen reindenken. Aber er wollte dann unbedingt, dass ich auch dieses Video zeige, wo sie dann eben Musik an Bord machten. Und das ist dann eben nicht wie früher, da dann eine Blaskapelle oder irgendwie, sondern er stellte sich dann da mit seiner Gitarre hin, seiner E-Gitarre und hatte dann auch so einen richtigen Booster dabei, wie man ja sieht. Aber mir tat der Kapitän einfach leid, weil der saß da oder stand da und war so ein bisschen am Hüpfen, aber das war nicht so ganz sein Ding. Und ich glaube, der Dr. Kleifeld hatte da mehr Elan als der Kapitän. Und deswegen habe ich halt nur eine Minute eingespult. Ich dachte, es geht ja eigentlich mehr um den Gag. Das war dann eben am Ende der Aufnahme. Ja, und das bringt uns zum Ende des traditionellen Teils des Tourismus Namibia. Als nächstes wollen wir Sie mal kurz durch die Zeitung der vergangenen Woche führen. Und da wenden wir uns als erstes mal der Allgemeinen Zeitung vom Montag zu. Tia James hilft mir heute dabei. So, wenn ich zwischendurch auf Englisch rede, dann wissen Sie, dass ich mit Tia mich kurz verständigen muss. Ja, und da hatten wir ganz interessant am Montag schon, hatten wir den Festus Chikua. Ich fand das super interessant. Ich hätte darüber am liebsten Seiten und Seiten verschrieben. Beide von uns waren da, der Eberhard Hofmann, also ein ehemaliger Chefredakteur der AZ und ich dann halt. Und es geht eben um dieses Genozid-Versöhnungspaket. Und wenngleich er nicht jetzt unbedingt Detail besprechen konnte, das ganze Ding wurde ja angeboten vom Forum deutschsprachiger Namibia. Also FDN, und deswegen sieht man im Hintergrund da auch den Harald Hecht, der war mit da als Vorsitzender natürlich. Aber viel interessanter war eben der Herr Chikua selber. Erstens mal phänomenales Gedächtnis, der konnte sich an alle Dinge erinnern, der hat uns da durchgeführt von 1990 Unabhängigkeit, das heißt eigentlich hat er angefangen sogar vor der Unabhängigkeit, wie die sich geeinigt haben. Was bezeichnend war zum Beispiel, er war der Meinung, dass die Herero bis zur Unabhängigkeit nie die Gelegenheit bekommen hatten, überhaupt über den Genozid sich zu unterhalten. Und das war eine der Sachen, die mich immer fasziniert haben. Ich habe mich immer gefragt, warum hat das so lange gedauert? Ich als junger Mensch kann mich nicht erinnern, dass das Thema Genozid unbedingt groß besprochen wurde. Warum wurde das 1990 wach? Und da sagt er, nein, das ist gar nicht mal, weil das in Deutschland plötzlich ein Thema war, sondern ganz einfach, wir hatten vorher nicht die Möglichkeit, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und so kam das, dass nach der Unabhängigkeit zum ersten Mal die Herero aufeinander
zugingen und sagten, so komm, jetzt müssen wir das Thema aber mal anheizen. Okay. Und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt. Aber was bezeichnend außerdem ist, ist, dass eben diese ganzen Genozidunterhandlungen wirklich eigentlich hauptsächlich von den Herero angetrieben und initiiert wurden. Und dass die Regierung am Anfang eher eine Nebenrolle spielte, bis zu dem Punkt, wo eben Deutschland sagte, Leute, denkt dran, wir können nicht mit euch als Einwohner direkt unterhandeln. Und ich weiß, darüber gehen die Historiker, das ist jedes Mal ein Hin und Her, aber es ist ein Stück weit verständlich. Ich meine, wenn ich, man müsste sich vorstellen, ich würde als namibische Regierung jetzt plötzlich, ich weiß jetzt nicht, wen ich gerade aussuchen soll in Deutschland, aber da ist jetzt meinetwegen ein kleines Dorf und die haben irgendein Problem mit mir, weil ich irgendwann mal ein Schweinehund war. Und jetzt fange ich an, direkt mit denen mich zu unterhandeln und da Geld anzubringen und um politische Interessen zu befriedigen und so weiter. Und dann irgendwann sagt die deutsche Bundesregierung, halt mal, das ist immer noch unser Land. Du kannst hier nicht einfach machen, was du willst. Mhm. Und es ist also ein Stück weit auch gegenseitiger Respekt. Gleiches verhandelt mit Gleichem, was ja so oder so ein internationales Gesetz ist. Und von daher war immer die Frage, ab wann war Deutschland unredlich, wenn sie nicht mit den Herero und Nama selbst unterhandelten? Und da sagt der feste Shikur ganz deutlich, es war ja nicht so. Es ist ja wirklich am Anfang ein Chiefs Council ausgesucht worden und der wurde am Anfang auch bejaht. Ich bin jetzt zurückgegangen mal, nicht nur in der AZ, sondern sogar in der Namibian Sun fand ich eine Ausgabe von 2015. Da wurde zum Beispiel der Dr. Zetten Gavirur hochgefeiert unter den Herero. Als jetzt haben wir den richtigen Mann, jetzt geht es einen Schritt nach vorne. Was eben der feste Shikur eben zeigte, ist, dass immer wieder andauernd Nebeninteressen kamen und neue Interessen. Er sagt, so kannst du aber eine Unterhandlung nicht führen. Du musst ja erstmal am Anfang sagen, was ist Sache, was wollen wir? Wir wollen eine Entschuldigung, wir wollen, dass der Genozid anerkannt wird. Ja, und wir wollen auch eine Wiedergutmachung. Wie immer man die dann weiter umschreibt, das ist dann Nebensache. Aber man wollte erstmal da anfangen. Und da war das super interessant, diesen Menschen mal zu hören, weil man immer mehr in letzter Zeit das Gefühl hatte, man fragte sich oftmals, gab es tatsächlich Herero und Nama, die doch für dieses Versöhnungsabkommen zu finden waren? Oder gab es sie nicht? Und da muss man feststellen, es gab sie. Es gab sie schon, ja. Und je mehr wir uns jetzt mit diesem Thema in diesen Tagen auseinandergesetzt haben, je mehr hat man gemerkt, dass es tatsächlich dann auch andere gab, die anders gedacht haben. Ja. So, jetzt hofft man halt natürlich, dass das mit der Zeit wieder in eine, würde ich mal sagen, eine bessere Bahn gerät und dass man sich doch einigen kann, zumal er gesagt hat, dass die deutsche Regierung, die jetzige deutsche Regierung, doch bereit ist, nochmal den Betrag anzusehen. Das muss dann natürlich projektgebunden sein und. Naja gut, das sind alles redliche Bedingungen, würde ich mal sagen. Ja, und dann sind wir schon am Dienstag, also die Dienstag-Ausgabe war auch insofern dann interessant. Das war ja eben etwas, wo wir mal ein bisschen nachgehakt haben. Die Besucherzahlen wurden bekannt gemacht. Naja, das war ja nun abzusehen, dass die Zahlen einiges besser sind in 2021 als wie in den Jahren davor oder also in den 2 Jahren davor, will ich mal sagen. 2020 ist ja plötzlich dann eigentlich abgebrochen oder eingebrochen. Aber was eben interessant ist, diese Karte, die haben wir eigentlich von dem Bericht des Umweltministeriums einfach abgeklaut. Was heißt geklaut? Wurde zur Verfügung gestellt. Wir haben sie nur ein Stück weit verändert. Auf der ursprünglichen Karte waren nur einfach Zahlen eingetragen. Aber man wusste nicht genau, welche Zahlen. Und wir haben dann die eben dazu verändert. Also ursprünglich hatten sie dann ihre totalen Einreisenden nur als Prozentsatz immer verteilt. Und ich bin dann eben hingegangen, habe gesagt, nee, warte mal, ich will wissen, von den 270.000 Einreisenden, wie viel waren denn dann aus Afrika, wie viel waren aus eben Europa und so weiter. Naja, lange Story, kurzer Sinn, die hauptsächlichen Besucher kommen nach wie vor aus Südafrika, deswegen ein Großteil der Zahl, die für Afrika eingetragen ist, ist eigentlich Südafrika, obwohl Botswana und Sambia auch ziemlich zugenommen haben. Und in Europa ist es eben wiederum so, dass da eben der Löwenanteil ist eben aus Deutschland. Deutsche besuchen Namibia gern und ich denke, nach Covid hat diese Zahl auch besonders wieder zugenommen. Man muss dabei sagen,
dass die Schweiz aber auch sehr gut uns besucht hat. Also es ist doch schon eine Zahl, die beachtlich wird. Also unsere Besucherzahlen nehmen zu und man erwartet jetzt nochmal eine Verdopplung. Also die haben ja jetzt schon massiv zugenommen, 44%. Und jetzt erwartet man, dass die nochmal mit sowas wie 88% hochgehen sollen. Ja, das waren die Besucherzahlen. Dann haben wir weiter unten haben wir noch die Wilderei mit dabei gehabt. Genau, also hier ging es halt einfach darum, am letzten Montag haben sich halt ein paar Farmer versammelt vor dem Gericht, einfach um zu streiken, dass halt die Wilderer Kautionen bekommen, weil das ist halt meistens der Fall, dass wenn Wilderei passieren, dann bekommen die Wilderer einfach Kautionen, sie gehen raus und sie machen ihr Ding einfach erneut. So, dass die Story hier ist eigentlich ein bisschen, es passiert sehr viel Wilderei in der Gegend von Karibib, Umaruru, auch ein bisschen Otjiwarongo und der Eigentümer von der Karibib K9 Akademie, das ist der Rikus Spannenberg. Er hat einfach mit seinen Hunden und mit seinem Team hat er da halt ein paar Wilderer gefangen und die wurden dann halt jetzt vor das Gericht genommen. So, was jetzt ganz genau draus geworden ist, müssten wir eigentlich mal nachschauen. Ja, ich denke, es ist erstmal der Anfang, ne? Das ist ja genau, vertagt worden, ja. Das Ganze. Aber ich denke, die Farmer machen es richtig, dass sie sich wenigstens mal hinstellen und dazu bekennen. Weil wir sehen es öfter in der Zeitung, ja, man wird angerufen, ja, wann berichtet ihr mal über diese Wilderei? Ja, kann ich deinen Namen nennen? Nee, sorry, geht nicht. Ja, mit wem von der Polizei kann ich sprechen? Ja, am besten nicht, weil dann wissen die, das war ich. Das hilft uns nicht weiter. Leute wollen gerne, dass die Zeitung über etwas berichtet, aber wir kriegen keine Anhaltspunkte, auf der wir diese Story basieren können. Und da ist es wichtig, die Farmer können uns jederzeit anrufen, können immer mit uns drüber sprechen. Aber sie müssen halt einsehen, dass wir irgendwo zumindest Anhaltspunkte brauchen. Entweder sprich doch mal mit dem Polizisten, der hat mehr Detail oder hier ist schon mal ein Foto. Und dass man dann auf dieser Sache aufbauen kann. Mhm. Ich kann nicht nur einen Artikel bringen, der sagt, da war Wilderei. Ja, das wissen wir alle, da ist andauernd Wilderei. Was wird gemacht? Wer hat was dagegen unternommen? Ist da eine Gerichtssache? Ist da keine? Und. Im Gegenteil haben wir uns letztes Jahr in einer Situation wiedergefunden, wo wir sogar scharf kritisiert wurden, weil wir über die Wilderei berichtet haben, weil die Leute Angst hatten, dass sie jetzt plötzlich zum Ziel dieser Wilddiebe werden. Das sind alles verständliche Argumente und ich respektiere die auch, aber dann darf man uns eben nicht den Vorwurf machen, dass wir nicht darüber berichten. Genau, ja. Ja, und dann Mittwoch schon. Genau, also hier ging es darum, dass die CCF, das ist ja die Cheetah Conservation Fund, sie haben eine Delegation aus Somaliland empfangen. Es geht darum, also in Somalia, also sie wollen halt ein bisschen so, Somaliland möchte ein bisschen darüber lernen, wie sie halt so zwischen den Farmern und zwischen den Wildtieren, wie das gut funktionieren kann, weil bei uns geht das eigentlich schon ganz okay. Jetzt hat CCF halt so schon drei verschiedene, sozusagen CCF Safe Houses für Geparden in Somaliland eingerichtet. Ich glaube, da haben sie jetzt bis jetzt schon mal 80 junge Geparden aufgenommen. Das sind halt diese Tiere, die halt von den Wildtierhändlern eingenommen werden, von der Polizei oder irgend so Schmuggelzeugs. So, das sind halt die Tiere, die werden da aufgenommen. Und Somaliland möchte halt jetzt ihr erstes, den ersten Nationalpark des Landes errichten. Und da werden die Geparden dann halt auch eingeführt. Genau. Sind das dann von uns welche, die sie da hinnehmen? Nee, das ist schon von da. Also das sind halt von da, die halt dann von den Wilderern da geschmuggelt werden. Wir waren ja gerade vorhin bei dem Thema. Ne? Ich bin nicht erbaut davon, dass man Tiere unbedingt in eine Gegend nimmt, wo die nicht hingehören. Ne? Ja. Ob das nur Elefanten in Dubai sind, im Zoo, oder eben so wie neulich dann nach Indien. Das ist ganz toll, wenn man mir sagt, ja, aber es gab früher mal einen asiatischen Geparden, der war in Indien. Ja, nun, der war in Indien, da ist Urwald. Die Geparden, die wir hier haben, sind an und für sich Tiere, die Auslauf brauchen. Offene Fläche. Ja, und, ne? Die jagen auf offener Fläche, die müssen rennen können, die sind halt nicht, es ist kein Tier, das im Urwald, im Baum rumklettert. Geht gar nicht für die. Und deswegen fand ich das mit Indien ein bisschen Quatsch. Und deswegen bin ich so ein bisschen
sauer, wenn ich dann höre, dass man Rest da die Beine stellt, während die sich hier lokal versuchen, weiter zu verständigen und zu helfen und diese Tiere rausgehen. Ich bin natürlich auch der Meinung, wenn es tatsächlich klappt, und CCF, die sind ja wirklich, die Cheetah Foundation ist ja schon sehr aktiv hier, wenn die das hinbekommen, dass da in Somalien oder Somalia eben diese Tiere neu angesiedelt werden, sogar unter anderem mit unseren Tieren, um das ein bisschen frisches Blut reinzubringen, da hätte ich gar nicht mal was gegen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Dr. Lauri da ein bisschen genauer hinschaut. Ne? Aber wie gesagt, ich fand das mit Indien, Dr. Lauri hin, Dr. Lauri her, das fand ich nicht in Ordnung. Ja, CCF hatte das gut geheißen. Ja, also das ist halt, Und das gehörte da für mich irgendwie nicht hin. Nun weiß ich nicht, ob sie es weiter oben im Norden in Indien haben. Aber es sah nicht so aus. Also muss man halt mal abpassen. Ja, und dann eben diese 300 Tonnen Kameldorn. Das war die andere große Story. Ich meine, das war ja schon wirklich, wir waren alle entsetzt, als das da bekannt wurde, dass da eben ohne Spezialgenehmigung Kameldornholz gefällt wird und Holzkohle produziert wird. Wir wollten dann am Freitag nochmal einen zweiten Bericht dazu bringen, aber bis jetzt ist uns das nicht geglückt, weil wir warten im Prinzip auf das Umweltministerium. Die zeigten sich am Anfang sehr, sehr erstaunt und sogar empört. Wie, wo, was? Es gibt da ein Permit, das muss auf jeden Fall gefälscht sein. Dann haben wir hinterher, die Yolanda Nell war da ziemlich hinterher und man hat dann eben feststellen können, dass scheinbar tatsächlich jedes einzelne dieser Permits, die da ausgestellt wurden, haben jedes Mal grundsätzlich immer diese Wortwahl dabei, 300 Tonnen Kameldornholz mit eingeschlossen. Und das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, das ist ja geschütztes Holz. Ja, also ich fand das einfach, irgendwo verzettelt man sich da wieder. Und das ist eben immer wieder das Problem in diesem Land, dass dadurch, dass die Regeln nicht ordentlich festgestellt sind, gibt es dann Beamte, die damit wegkommen. Ja, und es gibt ja nicht nur Beamte. Ob wir nun Holz im Kavango oder in Kobabis oder so jetzt hier auf dem Weg nach Hochfeld nehmen, es gibt immer wieder Farmer, die dann eben diese Gelegenheit nutzen. Ja. Rücksichtslos und ohne, da ist wirklich hemmungslos, muss man sagen. Und dieser Typ ist ja dann hingegangen, hat da sofort Kameldornholz abgeholzt, ist bei der nächsten Farm dabei, dasselbe zu machen. Mhm. Und MEFT muss jetzt erstmal gucken, dass sie das genauer untersuchen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht wieder genau wie im Kavango los. Man möchte dem nicht auf die Füße treten und dem nicht auf den großen Zeh. Und am Ende des Tages ist der Mann dabei und haut sämtliche Kameldornbäume runter. Also da muss man schon ein bisschen staunen, also bei uns im Lande, wie das manchmal so funktioniert. Ja, und dann am Donnerstag, da hattest du ziemlich zugelangt. Genau, also die ERA, das ist halt die Elefantenschutzorganisation, die hatten kürzlich jetzt 5 Solarwasserpumpen installiert. Es geht halt darum, dass die Elefanten halt auch genug zu trinken haben. Also das Problem ist halt, wenn die Kommunalfarmer, die da in der Gegend sind, halt jetzt ihr Wasser hochpumpen müssen, meistens das mit Dieselgeneratoren oder so, jetzt vor allen Dingen mit den Preisen von dem Benzin und Diesel und so, das ist ja jetzt nicht machbar, dass sie halt so viel Wasser hochpumpen. Also würden sie theoretisch nur für sich selber Wasser hochpumpen. Jetzt ist halt das Gute mit diesen Solarpumpen, dass sie halt so viel Wasser wie möglich oder wie nötig eher hochpumpen können, damit sie genug Wasser haben und damit die Elefanten halt auch davon Wasser trinken können. Ich finde das eine super Initiative, also, denn es ist ja wirklich so, in dem Moment, wo die nur genügend pumpen für ihre Rinder, unweigerlich haben die Elefanten nachher Durst, fangen dann an, die Infrastruktur kaputt zu machen, weil sie an das Wasser rankommen müssen. Oder sie gehen halt zu den Farmen und da zwischen den Pflanzen da und machen alles kaputt. Ja, das weil sie halt irgendwo von müssen sie sich ja ernähren und müssen was zu trinken haben. Ja. Also ich finde das super, denn das ist ja erstens mal kostengünstiger und dann zweitens mal spielt es dann keine Rolle. Es ist grundsätzlich der Tank voll und dadurch ist die Tränke immer voll. Genau, eigentlich eine ganz coole Sache. Ja. Ja, und dann haben wir halt noch die Selbstmordraten in Namibia. Hier wurde dann gesagt, dass zwischen Januar 2021 und Mai 2022 679 Menschen sich das Leben genommen haben. Das ist eine Wahnsinnszahl in Namibia. Meistens ist es halt im Norden des Landes, aber das sieht man bei den Polizeiberichten meistens auch. Die Selbstmorde sind meistens im Norden, es sind meistens anscheinend auch Männer. Ne?
Ja, ja. Männer sehr viel oft, mehr als Frauen. Gerade unter der Ovambo-Bevölkerung, ja. Das ist ganz brutal und ich muss ehrlich sagen, ich kenne den Grund nicht. Konnte mir bis jetzt auch noch niemand erklären, warum das gerade unter den Ovambos so viel vorkommt. Denn das ist wirklich unter der Bevölkerung am extremsten, dass sie sich das Leben nehmen. Ja. Und für mich immer brutal, sich sehr, sehr oft erhängen. Ja, genau. Ne, das ist also nicht mit Schusswaffen oder Tabletten oder irgendwas. Die erhängen sich. Ja. Und das kann mir keiner erklären. Ich habe anfangs immer gedacht, dass das vielleicht einen kulturellen Zusammenhang hat. Es kann mir, naja, wir haben ja selber Oshiwambo sprechende Kollegen und Teuwe zum Beispiel sagte auch immer zu mir, nee, ich kann es dir leider nicht erklären. Das ist so ein Trend, der sich entwickelt hat. Naja, unser Gesundheitsminister hat ja gemeint, dass das ganze Depressionsthema auf den Kolonialismus zurückzuführen ist. Also weiß ich nicht, was ja, ist da. Ja, ich halte das schon wieder für eine billige Ausrede. Ja, na klar. Das sind dann manchmal so billige Standpunkte, die dann einfach eingenommen werden. Vor allen Dingen muss man ja dabei überlegen, dass die Selbstmordrate war ja ein Weilchen lang zurückgegangen. Mhm. So ganz offensichtlich hat das mit der Wirtschaftslage zu tun. Ja. 30 Jahre nach der Unabhängigkeit dann immer noch zu sprechen von Kolonialismus. Ja, natürlich kann da ein Einfluss nachhaltig noch sein von früher her und was weiß ich. Aber wenn es hauptsächlich jüngere Männer sind, die sich das Leben nehmen, dann hat das ja ein bisschen mit der Aussichtslosigkeit zu tun. Das glaube ich mir auch. Wenn man im Norden einfach alleine schon so rumfährt und man sieht, die Leute sitzen den ganzen Tag rum, da wird man natürlich depressiv, wenn du den ganzen Tag rumsitzt. Du hast nichts zu tun, du hast keine Aussichten. Ne? Das ist nichts, das ist nur, die Perspektiven fehlen und das Ganze ist einfach auf Dauer nicht mehr auszuhalten. Ja, und ich hoffe, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht, als wie nur mit billigen Abfertigungen. Ja, das muss ja wohl am Kolonialismus führen. Dann muss, selbst wenn das so wäre, dann muss man sich damit befassen und sagen, okay, wie gehen wir das Thema an? Genau. Nur mir eine blödsinnige Erklärung dahin zu knallen von Kolonialismus, das ist ja ein Thema. Kommen wir dem mal an, die hätten jetzt recht. Mhm. Was mache ich denn, damit dieser Zustand sich bessert? Ich meine, das ist für mich genauso fatal, wie wenn man in Amerika hingeht und sagt, tja, das mit den Waffen und diesen Massenmorden, die da andauernd passieren, das liegt an den Waffen. Aber das ist wohl die Waffen in den verkehrten Händen. Mhm. Ja, was wird denn gemacht, damit sie eben nicht mehr da landen? Wir sind hier in Namibia, in Afrika. Wir kennen nicht sowas, dass jemand in einen Laden reinmarschiert und dann massenweise Leute abholzt. Mhm. Und dasselbe ist für mich hier. Die Antwort ist ein Ding. Was mache ich, um das System zu ändern, um das zu verbessern? Mhm. Ja, und dann sind wir schon am Freitag angelangt. Da hatten wir natürlich, das fand ich super, das erklärst du am besten, ja. Claudia. Genau, also das kommt hier von der Desert Lion Conservation Trust, Desert Lion Conservation Trust. Es wurde jetzt wieder eine junge Löwin entlang dem Hoanip-Fluss entdeckt. Sie wurde eigentlich gesichtet, wie sie halt da erstmal eine Giraffe jagen wollte und dann am Nachmittag hat sie dann später noch einen Springbock erlegen können. Und dann berichten sie auch weiter von zwei Löwinnen, das müssten wahrscheinlich die zwei im Foto sein, das sind zwei Geschwister. Also die eine Löwin hat jetzt drei Junge bekommen, wie man oben in dem grauen Foto sieht. Da sieht man halt nur so diese kleinen Äuglein links. Das ist ein Nachtfoto, ja. Ne? Da hat man dann eben nur diese glänzenden Augen da. Genau, aber das ist eigentlich ziemlich cool, dass die sich halt so ein bisschen erholen, würde ich auch sagen, genau. Und also sie sagen halt, dass die zwei Schwestern bleiben zusammen, die eine passt die Babys auf, die andere geht jagen. Ich glaube, da haben sie sich ziemlich gut. Ja, das waren ja Waisen, ne? Die haben die Mutter war ja damals, war die ja erschossen oder vergiftet worden. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welches. Aber das waren damals noch sehr junge Löwen. Und ich muss ehrlich sagen, im Futter sehen die endlich mal wieder besser aus. Denn wir haben ja wirklich über lange Zeit hinweg brutale Fotos manchmal bringen müssen von diesen Tieren, wie die aussahen und so weiter. Und wenn die Löwin dann jetzt gerade kleine hat und dann trotzdem noch einigermaßen gut aussieht, dann kann ich nur sagen, wow, Gott sei Dank wird es ein bisschen besser mit denen. Ja, und dann haben wir natürlich den Ackerbau, wird jetzt Priorität. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, als ob, ich weiß positiv, dass unser Gründungspräsident, also der Dr. Sam Nujoma, der war immer sehr dafür, dass Namibia so ein bisschen selbstversorgend wird. Und
Das ist dann auch immer mal vorangekommen und dann wieder weniger vorangekommen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Green Schemes so entstanden sind. Das sind ja Sachen, so wie hier in dem Foto Etunda. Dann hat man oben im Norden Shadigongo und wie sie alle da heißen, oben im Kabango. Und im Prinzip geht es ja eben darum, dass wir zumindest mehr Getreide produzieren. Und bei Getreide muss man sagen, dass das nicht nur Mais ist, sondern eben Mahango und diese Sachen auch. Und die haben ja riesen Silos da aufgestellt im Norden. Wenn man jetzt überlegt, dass wir in diesem Jahr eine riesen Ernte von 110 Millionen Tonnen haben, die oben im Maisdreieck entsteht, dann muss man ja wirklich sagen, ich bin nun schon öfter da oben rumgefahren, die Getreidesilos, Mahango und diese ganzen Sachen, das wird schon voll. Ich denke, wir sind noch weit ab von der Selbstversorgung, aber ich denke, in diesem Stadium mit Ukraine, Russland, diesen ganzen Schweinereien da, da denke ich, konnte uns das nicht besser passieren, als ausgerechnet jetzt die besten Ernten zu haben, die wir je hatten. Was eben interessant an der ganzen Sache ist, und das sagte der Landwirtschaftsminister, also der Kalle Schlettwein, war, dass gerade mal 11.000 Hektar bepflanzt sind. Und das macht gerade 40% aus von dem, was bepflanzt werden kann. Nun weiß ich zufällig, dass sehr viele von diesen Projekten waren in der Vergangenheit sogar im Gang. Und ich sprach da verschiedentlich mit einem der Leute, die oben beim Kabango ziemlich aktiv sind, der Winfried Metzger, der zeigte mir dann, wir hatten diese Themen auch schon mal in der Zeitung und sogar hier auch als Hauptthema besprochen, wo er eben zeigte, wie sehr man da oben vieles machen kann und auch macht, aber dass halt sehr vieles noch politisch vernetzt war. Mit dem Resultat, es sind Leute an diese Farmen gelangt, die überhaupt nichts leisten konnten. Ja. Die haben sich dann wiederum mit Partnerorganisationen zusammengetan, die auch nichts geleistet haben. Es ging natürlich am Ende um billiges Farmgebiet. Und wenn man also diese Sachen jetzt wieder in Ordnung bringen kann, dann bin ich persönlich sehr dafür. Der Minister meinte, er hätte da 8 verschiedene Gegenden und Farmen, die er eben auslagern will. Das heißt, er wird jetzt einen Auftrag, also es wird eine Auftragsvergabe geben, Ausschreibung natürlich erst und so weiter. Aber so hofft man, dass Namibia eben doch nochmal einen ganz schönen Schritt nach vorne macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann tatsächlich selbstversorgend sind. Also der Minister meinte auf jeden Fall, und ich gebe ihm recht, denn so viel Getreide gebrauchen wir ja nun auch wieder nicht, wenn man überlegt, dass wir nur 2,5 Millionen Leute sind. Also wenn wir zumindest selbstversorgend sind oder zumindest auf eine Situation kommen, wo wir in der Hauptsache selbstversorgend sind, dann denke ich, ist das schon der richtige Schritt. Und hoffe ich nur, dass der Minister das wirklich durchsetzen kann, dass dieses Auslagern auch passiert. Ja, genau. Denn das ist immer wieder, was hier passiert. In der Vergangenheit war es ja dann dieser Agribus-Dev, die Staatsbetrieb, und zu sagen, dass die inkompetent sind, ist, glaube ich, noch ein kleines Lob. Also in meinen Augen total nicht der Sache gewachsen. Und da kann man wirklich hoffen, dass es eben bei der Regierung jetzt der Groschen gefallen ist, dass wir eben da Farmer brauchen, die was leisten können. Das ist mir dann am Ende eigentlich ein Stück weit egal, wo die herkommen und wer die sind. Ja. Man hat es ja jetzt gesehen, wenn Ukraine da die Silos nicht öffnen kann, dann wir in Namibia stehen ganz hinten in der Reihe. Klar, ja. Erstmal wird die USA bedient und wer immer noch alles die Finger offen hat und die Hände offen hat vielmehr und die am meisten bezahlen kann. Afrika wird da so schnell nicht an diese Reserven rankommen. Ja, und das waren unsere Zeitungen für diese Woche. Das bringt uns dann eigentlich zum Ende unseres Programms heute. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten und hoffen, dass wir es in einer Woche auch wieder so machen können. Genau. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und eine gute Woche und sehen uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ciao. Tschüss.